Das Ziel der Versuchung ist nicht, dich zum Sündigen zu bringen. What? Herzlich willkommen zu Grey Sex. Natürlich stimmt es nicht. Ja, natürlich ist das Ziel der Versuchung, dich zum Sündigen zu bringen, aber vielleicht doch nicht so, wie wir das bis jetzt gedacht haben. Matthäus 6, da lehrt Jesus das Vaterunser im Vers 13 und führe uns nicht in Versuchung. Aber Versuchung ist nicht die Sünde. Also erstmal das, ja, versucht zu sein ist nicht Sündigen. Jesus ist versucht worden, ja, in allen Dingen, so wie du und ich, jedoch ohne Sünde. Die Versuchung ist die Möglichkeit, das Ziel zu verfehlen. Ich bin hier an der Weggabelung und ich habe jetzt die Möglichkeit, das Ziel zu verfehlen. Das Ziel, was ist das Ziel? Irgendwas Gutes zu tun, richtig zu leben? Nein, Ziel ist Beziehung. Jesus ist in allem versucht worden, hat in allem die Möglichkeit gehabt, aus Beziehung auszutreten, aber ist in allem in Beziehung geblieben. Im 1. Petrus 1, Vers 16. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und im Johannes 17, 19 sagt Jesus, ich heilige mich selbst für sie, dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ja? Also hier hat es irgendwas mit diesem heiligen Anspruch zu tun, den wir ja doch erfüllen müssen. Anscheinend. Beziehung ist Liebe. Und alles, was aus Liebe motiviert ist, schützt diese Beziehung. Und alles, was aus Liebe motiviert ist, will kein Risiko eingehen, diese Beziehung zu verletzen. Ja? Es schützt, das ist heilig. Im Alten Testament hat das Volk sich immer wieder heiligen müssen. Warum? Fokus auf Gott. Ja? Fokus auf Beziehung. Denn hinter diesem Heiligen steht ja ein Wert. Und dieser Wert ist Connection, ist Beziehung. In dem ganzen religiösen, traditionellen Ablauf von Opfern, von Ritualen, sagt Gott immer wieder, hey, ich stehe hinter dem Ganzen. Ich suche dein Herz und ich hoffe, dass du meins suchst. Das Gegenteil von heilig ist profan. Ja? Beziehung, die ist wichtig und die muss kultiviert werden. Ja? Das ist nicht irgendwas Profanes. Sondern das ist heilig, das ist wertvoll. Eine Ehe ist heilig, die kann nicht mit jemand anders noch geteilt werden. Die ist exklusiv. Und wenn dann Jesus in Matthäus 5, 48 sagt, hey, seid vollkommen, seid ganz, seid heilig, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, dann ist es nicht in Anspruch wieder nach einem perfekten Leben, sondern dann ist es dieses, hey, da ist ein Wert dahinter und da ist Beziehung drin. Lebt so beziehungsfokussiert, dass alles, was dieser Beziehung irgendeinen Schaden zutun will, dass ihr dem aus dem Weg geht, dass ihr das hier schützt. Ihm ist immer Beziehung wichtig. Es ist heilig. Heilig ist völlig anders als du und ich leben würden. Nicht zurückziehend, wenn wir verletzt sind, sondern einladend. Nicht strafend durch Rückzug, sondern beziehungssuchend durch Einbindung. Komm, es hat Platz für dich. Gott ist heilig. Er macht Platz für mich, er macht Platz für dich. So funktioniert Gott. Und so dürfen wir auch sein. Und dieses Heilige, da merke ich, dass in jeder Versuchung auf einmal geht es gar nicht darum, Sachen nicht mehr tun zu dürfen. Denn versuchen, nicht zu sündigen, wird immer der falsche Fokus in der Versuchung sein. Sondern wenn die Versuchung da ist und der Feind oder das Leben mir einfach die Möglichkeit gibt, aus dieser Beziehung mit Gott auszutreten, mich irgendwie anders zu entscheiden, die einzige Möglichkeit, gesund da durchzugehen, ist Beziehung mit ihm. Von daher die Einladung, die Aufforderung, die Ermutigung, nicht gegen Sünde anzukämpfen. Nicht versuchen, dieser Versuchung zu widerstehen, sondern in der Versuchung merke ich, hier wird mir gerade ein ganz schlechter Plan B angeboten. Ich möchte aber in Beziehung mit ihm bleiben. Von daher, Jesus, würdest du dich mir nochmal ganz neu offenbaren? Genau in diesem Aspekt, wo ich mich gerade so versucht fühle. Ja?
ob das in unsere Gesundheit ist, in unsere Sexualität, in unsere Ängste, wie auch immer. In allem ist Jesus so präsent und Beziehung führt mich durch Versuchungen hindurch. Es lässt mich heilig leben. Warum? Weil es immer schützend ist um die Sachen, die wirklich wertvoll sind. Und Beziehung mit ihm ist heilig. Die ist wertvoll. So segne ich dich in deinen ganzen Struggles, durch den Tag hindurch. Immer wieder Fokus auf Jesus. Er ist derjenige, der mich zieht. Er führt mich durch die Versuchung hindurch. Immer an sein Herz ran.